Willkommen zurück. Ist Leiden unser Los? Der vertiefende Online-Kurs mit Manfred Rauchensteiner findet hier seinen Abschluss im dritten Teil. Schön, dass du wieder einschaltest. Du hast im letzten Teil gehört, die Klassiker, die sich Sorgen machen, sich ärgern, traurig sein. Du hast auch gehört, hier gibt es aber eine Wahl und du hast mit Sicherheit mitgenommen und es ist dir wieder bewusst worden, es ist nicht schlau. Es ist nicht schlau, da zu verweilen, da länger sich aufzuhalten und immer wieder gleich zu reagieren. Wie können wir denn reagieren? Wie kommen wir denn da raus, wenn es uns wieder mal passiert ist? Was wären mögliche, viel sinnvollere Reaktionen? Du erinnerst dich vielleicht auch und weißt ja, auch jetzt, da ist dein Verstand, der ist mit dabei und dein Verstand, der kann dein Freund und Helfer sein und er muss nicht immer nur verteufelt werden. Vielleicht erinnerst du dich an das schöne Zitat von Manfred Rauchensteiner aus dem The Awakening Summit. Wenn du deinen Verstand nicht beschäftigst, dann beschäftigt er dich. Und da sind wir wieder beim Schöpfer oder beim Opfer. Zurück zu Manfred Rauchensteiner. Wir fragen nach. Hallo Manfred. Hallo. Also ganz wunderbare Einleitung wieder mit dem Verstand, ja, dass der einfach immer dich beschäftigt, wenn du ihn nicht beschäftigst. Die Hauptaufgabe deines Verstandes ist es, dein Überleben zu sichern. Das heißt, der muss immer auf Gefahren schauen und schauen, was da irgendwie schiefgehen könnte. Das ist so sein Tool. Aber du bist viel mächtiger als dein Verstand und du hast das Tool zur Verfügung und er wird dich immer unterstützen, wenn du ihm einen Auftrag gibst. Also du kannst deinen Verstand Fragen stellen, du kannst ihm sagen, sag mal, welche Länder in Europa kennst du, wie ist die Haarfarbe meiner Tante, wie ist, ganz egal, irgendwas, er wird dir immer eine Antwort geben. Das heißt, du kannst ihn ausrichten, so nenne ich das, ja. Wir haben das schon gehabt, was würde die beste Version von mir tun? Ja, wenn ich jetzt ganz friedlich und freudig wäre, wie würde ich jetzt auf das Leben reagieren? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich durchs Leben gehen? Wie möchte ich spazieren gehen? Wie möchte ich heute Auto fahren? Und du kannst dir das vornehmen und du wirst sehen, du wirst andere Verhalten an den Tag legen, solange es dir gelingt. Und wenn es dir wieder nicht gelingt, dann brauchst du wieder nur die Frage stellen, wie würde ich jetzt am liebsten reagieren? Was wäre jetzt das Beste für mich, was war das Beste für den anderen, was war das Beste für das Universum? Mit diesen Fragen kommst du immer hin. Was ich in Erfahrung habe aus ganz vielen Workshops und Vorträgen und die Fragen, die immer kommen, die sagen, ja, so in Situationen geht das eh, aber es kommt halt dann immer wieder der Alltag und der Alltag ist so was Verteufeltes, weil das ist immer gleich und ich habe halt gewisse Sachen, die ich immer machen muss und die zum Erledigen sind und die sind so lästig. Und da möchte ich auch wieder sagen, also dieses Universum ist so gestaltet, dass alles, was passiert, die Möglichkeit hat, dir ein gutes Gefühl zu machen und auch die Möglichkeit hat, dir ein unangenehmes Gefühl zu machen. Und dazwischen bist du, der Entscheider bist du. Es gibt Situationen, wo du dir vielleicht denkst, ja, wenn wir jetzt an einem anderen Ort wären, dann war das ja okay, was da passiert. Aber da, das geht überhaupt nicht. Also würde mir jetzt der Chef in einem Zweiergespräch zum Beispiel zu sich ins Büro bitten und er würde mir irgendwas mitteilen, was ihm nicht passt, dann würde ich das okay finden oder dann würde es mir nicht so schlecht gehen. Aber wenn er das vor versammelter Gemeinde macht, in einem Schulfix oder so, dann ist das ganz fürchterlich. Oder wenn man das, was ich da gesagt habe, nicht der Herbert sagen darf, sondern wenn man das der Kalle sagen darf, dann war es auch nicht so schlimm. Oder wann irgendwas passiert in deinem Leben, wo du denkst, ja, jetzt ist ein ungünstiger Zeitpunkt, also wenn man das 2 Stunden später sage, dann kann es mir besser. Oder wenn mich mein Kind bei der Tür nicht gleich nerven würde, sondern wenn ich zuerst einmal heimkommen kann, mich in Ruhe ausziehen kann und was essen kann und dann würde das Kind genauso daherkommen, wie es da vorankommt, dann wäre es auch erträglich. Das heißt, wenn du dir selber auf die Schliche kommen willst, dann ist es gut, wenn du immer auch nur einmal hinterfragst, nicht nur, warum geht es mir jetzt schlecht, also was war jetzt das, sondern welcher Faktor, und das kann man immer wieder unterteilen, unser Verstand ist ein super Trennungsinstrument, kann ich sagen, passt mir jetzt der Ort nicht oder passt mir die Person nicht, oder was ist genau das, was mir jetzt nicht passt, woran kann ich das festmachen,
dass dies jetzt der Auslöser war, warum es mir schlecht geht. Dann lernst du nämlich dich besser kennen. Und das geht ganz viel in meiner Arbeit, dass ich am liebsten hätte, dass du dich richtig, richtig kennenlernst. Ja? Wo sind deine Grenzen? Wo sind deine Strukturen? Womit kannst du überhaupt nicht umgehen? Was ist ganz schlimm und ganz schrecklich? Und dann kannst du immer die Frage stellen, und woher weißt du das? Woher weißt du, was schrecklich ist? Woher weißt du, was schlimm ist? Woher weißt du, was schön ist oder was gut ist? Woher weißt du das? Hast du das gelernt oder hast du das antrainiert? Oder woher nimmst du das? Und darum gibt es keinen Alltag. Ja? Es gibt keine 2 Sekunden in deinem Leben, die genauso sind wie irgendwelche, die irgendwann schon mal waren oder die irgendwann einmal kommen werden. Also löst dich von dieser Vorstellung, dass dein Leben immer gleich abläuft oder was immer. Es läuft dann gleich ab, wenn du immer das Gleiche tust und immer das Gleiche denkst. Und das ist auch so ein Faktum vom Verstand, dass du als Mensch, ich nenne jetzt nur eine Zahl, damit du eine Vorstellung kriegst, 70.000 Gedanken jeden Tag hast und davon sind 50.000 jeden Tag die gleichen. Also du machst dir immer wieder über die gleichen Sachen Sorgen und du ärgerst dich immer wieder über die gleichen Personen. Aber es ist in Wirklichkeit, ist das, was passiert, immer komplett unterschiedlich. Je nachdem, mit welchen Sinneswahrnehmungen du jetzt gerade deinen Kanal auf vorrangig eingestellt hast. Ja, oft stört dir ein Bild, oft stört dir Geräusch, oft stört dir Geruch oder Geschmack oder Berührung. Und wie gesagt, bei Berührungen ganz leicht nachzuvollziehen, würde dich jetzt ein anderer Mensch berühren, würdest du das ganz anders bewerten. Entweder freudvoller oder ganz schlimm. Oder wenn er das jetzt nicht um 3 Nachmittag macht, sondern um 9 Uhr macht, die gleiche Person. Und wann immer du da was switcht, wirst du merken, dass da komplett andere Erfahrung. Das heißt, das wahrzunehmen und zu reagieren und auch da immer wieder klar zu werden, wie mächtig du in Wirklichkeit bist. Also würde ich das jetzt nicht ablehnen, ging es mir gut, aber es geht mir schlecht, weil ich es ablehne. Und da kommt auch noch was, du darfst ablehnen in deinem Leben, was du willst. Du tust das sowieso. Ja? Die Frage ist nur, wie oft tust du das und was sind deine Beweggründe und gibt es da einen Spielraum, das würde man dann Entwicklung nennen oder Erwachsenwerden nennen, dass du sagst, ja okay, also da spielt es nicht mehr mit oder da mache ich ein anderes Tool oder da sage ich jetzt einmal nein, obwohl ich Angst habe, dass irgendwas Schlimmes passiert, weil das ja das ist, was die meistens vom Glücklichsein abhält. Das ist die Vorstellung, dass vielleicht irgendwas schief gehen könnte. Und da ist der Verstand großartig und das gehört zu seinen Hauptaufgaben, dass er immer warnt, ja, aber da kann das schief gehen, da kann das schief gehen. Wenn du jetzt aber die Aufmerksamkeit im Verstand switcht und du sagst, ich will jetzt nicht wissen, was alles schief geht, kann, ich möchte wissen, was alles Tolles vielleicht entstehen kann. Und diese Möglichkeit ist immer da, ganz egal, was du machst. Du kannst am Abend fortgehen, es kann ein toller Abend werden und du kannst am Abend fortgehen, es kann ein fürchterlicher Abend werden. Und du weißt das vorher nie. Auch wenn du weißt, das sind nur deine besten Freundinnen und da spielen sie immer gute Musik. Es kann eine Person reinkommen in den Raum und es geht auf einmal voll schlecht oder du kriegst eine Nachricht und es geht auf einmal voll schlecht. Das ist diese Unvorhersehbarkeit. Aber nur mal ganz wichtig, haben wir im letzten Teil besprochen, macht er immer wieder klar, du hast immer im Hier und Jetzt eine Wahlmöglichkeit, wie du reagierst. Und je achtsamer du da bist und je klarer du da bist, was für ein Mensch du sein willst, willst du ein liebevoller Mensch sein oder nicht, du kannst ja entscheiden, heute bin ich mal ein total wütender Mensch und schauen wir mal, was da in meinem Leben passiert, wenn ich mal nicht so gelassen bin und nicht so ruhig bin und nicht so erleuchtet bin, dann kriegt es einen spielerischen Charakter. Ja, also wenn du weißt, okay, ich habe es in der Hand, wie ich jetzt auftritt oder was ich mache, was ja in Wirklichkeit stimmt, dann wirst du merken, es fühlt sich nicht unangenehm an, wenn du bewusst entscheidest, wie du auftrittst und was du machst. Oder wenn du Entscheidungen triffst, obwohl du vielleicht Angst hast vor irgendwelchen Konsequenzen. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Das ist das, wo man immer sagt, okay, da verbiegen wir uns oder da
da lügen wir, da sagen wir Unwahrheiten und dann haben wir nur die Rechtfertigkeit, ja, ich kann das aber der Mama nicht sagen, weil dann ist die beleidigt, drum liege es lieber an. Ja, das ist knallhart, wenn man sich das anschaut oder wenn man das öfter beobachtet, in welchen Situationen tue ich so, als ob es okay war oder sage ich, ja, grüß Gott, dann in Wirklichkeit denke ich mir, ja, verschwinde oder was immer. Also das sich zeigen, wie es wirklich ist, ist auch eine Wahl und eine Möglichkeit und du wirst das immer merken, es ist egal, ob du jetzt die Situation anders haben möchtest oder ob du dich selber anders haben möchtest. Also beides die gleiche Konsequenz, gefühlsmäßig, ob du dich selber ablehnst für etwas, was du gerade gemacht hast oder was du gerade tust oder ob du einen anderen ablehnst für das, was er gerade macht oder tut. Weil es diese Energie des Ablehnens ist oder des Nicht-Haben-Wollens ist, die dir das schlechte Gefühl macht. Ich hoffe, dass das halbwegs genau beschrieben ist. Und zu den Sinnen, nur zu der Sinneswahrnehmung, wir haben eben diese unterschiedlichen Kanäle und wir sind so genial ausgestattet, dass wir Erinnerungen abrufen können. Ja, wenn ich dir jetzt ersuche, wenn du mitmachen willst, kannst du die Augen zumachen, das ist recht hilfreich. Und ich sage mal, denk einmal an eine Ananas. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dir jetzt dein Bewusstsein, nennen wir es einmal so, ein Bild einspielt von einer Ananas und aus der Vorstellung, wie die ausschaut. Die hat eine gewisse Form, die hat gewisse Farben. Und jetzt wechseln wir das Tool. Jetzt hätte ich gern, dass du dich an den Geschmack einer Ananas erinnerst. Also wenn du jetzt in so ein Ananasstück reinbeißt, dann kann er das auch. Vielleicht kannst du sogar das Bild möglichst verschwinden lassen von der Ananas, sondern die wirklich total auf den Geschmack von einer Ananas erinnern. Oder nächster Wahrnehmungskanal. Kannst du dir an das Geräusch erinnern, wenn du eine Ananas halbierst, wenn du es so mit einem Messer aufschneidest? Oder welche körperliche Anstrengung du hast, falls du das schon mal gemacht hast, wenn du das Messer da durchdrückst. Oder wie sich eine ganze Ananas in deinen Händen, wenn du es mit zwei Händen hältst, wie sich das anfühlt. Du kannst das ruhig ein bisschen drücken, also gut festhalten. Und du schaust, dass du jetzt nur darauf aufpasst, wie sich das auf deiner Handfläche anfühlt. Okay. Ja, du kannst jetzt wieder die Augen öffnen. Das ist nur so eine Übung, damit du merkst, wie genial Verstand und Wahrnehmung oder nennen wir es Unterbewusstsein, falls es sowas gibt, aber wie du als Wesen dir Gefühlszustände erschaffen kannst. Und das kannst du jederzeit und immer. Ja? Du kannst dich an den Duft einer Rose vielleicht erinnern. Ja? Riech einmal eine Rose. Oder vielleicht kennst du den Unterschied, wie riecht eine Pfeffermühle. Oder wie schmeckt eine Erdbeere. Oder wie klingt es, wenn ein Hund bellt? Und da werden jetzt auch alle Teilnehmer einen anderen Hund entweder sehen, ja, und wenn du ihn wegtust und nur das Gebell hast, der eine hat einen größeren Hund, der andere hat einen kleinen, der quietscht eher und so, oder erinnert dich an einen Glockenschlag oder so. Also du hast diese Möglichkeiten, deinen Verstand zu beschäftigen und ihm vorzuschreiben, was er dir jetzt für eine Memory auftauchen soll. Und das gilt für alle schlimmen Situationen. Also du hast immer die Möglichkeit, und das machen wir meistens unbewusst, dir was noch schlimmer vorzustellen, dann geht es da momentan besser. Und wenn du dir aber das Schöne vorstellst, dann geht es da momentan schlechter. Das ist wie in Beziehungen oder Partnerschaften, wenn du dir an die schönen Dinge erinnerst, dann geht es da besser, wie wenn du dir an die schlimmen Dinge erinnerst. Und es geht noch komplizierter. Wir haben sogar die Möglichkeit, uns an schöne Dinge zu erinnern und es geht dir trotzdem schlecht. Wie geht das?
Wenn du jetzt eine Beziehung gehabt hast und du leidest im Trennungsschmerz oder was immer, dann erinnerst du dich, wie schön das damals war beim Sonnenuntergang, wie wir dort waren. Und jetzt kommt ein Tool dazu und du hast die Vorstellung, dass das nie wieder so schön wird oder dass das nie wieder so toll wird, wie es schon mal war, damit kannst du dir auch Leid erzeugen. Also das Feld ist riesengroß. Und jetzt drehen wir es einmal um, wo wir es hinwollen. Du kannst das immer auch mit schönen und angenehmen Dingen machen. Also ich ermutige Menschen immer, dass dir klar wird, was für ein total tolles Wesen du in Wirklichkeit bist, welche unendlichen Möglichkeiten du immer hast, dir jederzeit ein gutes Gefühl zu machen. Und je öfter du das tust und je öfter du das machst, umso feiner wird dein Leben. Und das ist deine Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe der anderen Menschen, so zu sein, wie du das gerne hättest. Weil das ist ja mal das Gegenspiel, dass du ja auch schaust, und das haben wir natürlich gelernt, und das ist jetzt keine Beurteilung, ob gut oder schlecht, dass du ja im Normalfall auch schaust, dass den Menschen, zumindest die, die du magst, das ist ganz ein wichtiger Punkt auch, dass denen gut geht. Oder dass du vielleicht der Beitrag sein kannst, dass denen wieder besser geht. Dieses Bedürfnis hast du ja grundsätzlich. Und wenn ich jetzt das hinterfrage und sage, wozu willst du das überhaupt, dass anderen Menschen gut geht? Wozu hättest du das gern? Abgesehen davon, dass du gelernt hast, dass man das tut oder tun soll. Du wirst merken, es geht dir gut dabei. Also wenn du in das Gefühl kommst, dass du ein guter Beitrag bist oder du irgendwo was reparieren kannst oder wenn helfen kannst oder unterstützen kannst, dann ist ja das ein gutes Gefühl für dich. Also diese Dinge oft zu machen, ist eine große Empfehlung. Und was auch noch unbedingt immer dazugehört, ist diese Energie von Dankbarkeit. Also Dankbarkeit, egal wofür du dankbar bist und egal wie die Kleinigkeit ist, wenn du nur dankbar bist, deinen Beinen, dass du aufstehen kannst in der Früh und in das tolle Gefühl gehst, dass du nicht zu den Menschen gehörst, die das nicht können. Oder dass du dankbar bist, dass du, weiß nicht, jetzt eine schöne Musik horchen kannst oder dass du Kinder hast, die lebendig sind. Natürlich kannst du ärgern darüber, dass sie gerade lebendig sind, aber wenn sie mal nicht mehr sind, dann verurteilst du wieder dafür, dass du das damals nicht wertschätzt hast und dass du so warst. Das heißt, die Verurteilungsmaschinerie ist ganz, ganz groß. Und um das nicht zu verpassen, wenn du das tust, zudem hast du da deinen Körper. Also der spricht permanent und immer und sofort ganz genau zu dir, ob du jetzt irgendetwas tust, was dir gut tut oder eben nicht. Und ob das jetzt ein Gedanke ist, eine Vorstellung ist, in der Zukunft oder eine Erinnerung ist, dieses Tool, dieser Körper möchte, dass es dir möglichst oft, möglichst gut geht. Und das sind halt diese Tools, mit denen er zu dir spricht. Das wäre so die übergeordnete Zusammenfassung von allem, was da ist. Lieber Manfred, was würdest du jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen auf die Frage deiner Vortragsreihe, ist Leiden unser Los? Also es ist dann dein Los, wenn du es wählst. Ja, du kannst immer wählen, leidvoll, als Opfer, gedemütigt, nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt rumzulaufen. Und Wertschätzung ist auch sowas, wo ganz viel leiden. Ja, wir wollen wertgeschätzt werden. Und ich nehme jetzt nur ein Fragewort dazu, mit dem du ganz viele Sachen hinterfragen kannst, ist wozu? Wozu möchtest du das? Also das Fragewort wozu zielt immer darauf an, was für einen Sinn hat das und was kann sich dadurch verbessern, wann das ist, was habe ich für Vorteile davon, was haben andere Menschen für Vorteile, was hat die ganze Welt für Vorteile, wann ich mich so oder so verhalte, wann ich das so oder so mache oder wann ich das jetzt sage oder nicht sage, wann ich das jetzt tue oder nicht tue. Gibt es da irgendwas, was einen Vorteil oder einen Sinn hat, dann komme ich da ganz schnell dahinter. Ja, wozu möchtest du wertgeschätzt sein? Wahrscheinlich, weil es sich gut anfühlt. Wozu möchtest du auf Urlaub fahren? Wahrscheinlich, weil deine Vorstellung ist, dass dir im Urlaub besser geht, als wenn du da bleibst. Oder dass du was Interessantes erlebst oder was Abenteuerliches erlebst. Oder irgendwas erlebst, was dir gut tut. Ja, das ist eigentlich der Motor für alles, was du tust, ist,
du willst ja das gute Gefühl abholen. Ja, du willst vielleicht nicht so hart Skifahren trainieren wie die Rennfahrer, aber irgendwie war es cool, einmal so das Gefühl haben, wie das ist, wenn man da umstellt und Erster ist oder was immer. Also du möchtest das Gefühl haben, du willst zwar die Schritte dazwischen nicht machen, aber die Sehnsucht, um die es geht, ist wieder da drinnen, soll es sich freudig oder friedlich anfühlen. Und das nach Möglichkeit bei allem, was du tust. Wenn das deine echte Absicht ist und du stößt dir die Frage, wie könnte ich jetzt reagieren, dass sie das freudig geht vielleicht gerade nicht, aber zumindest, dass ich ruhig bin. Ja, dass ich nicht unruhig, wütend, voll traurig oder irgendwas wäre. Was war mein nächster Schritt, das zu tun? Dann bist du mitten im bewussten Leben. In dem Wissen, dass du das beeinflussen kannst. Also es gibt da diesen inneren Raum, da kann da niemand reinsteigen, da gibt es ein Tool, das kann da niemand verletzen und das ist unsterblich und du kannst immer denken, was du willst und du kannst das machen, da kann dich kein Mensch beeinflussen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache so und ich bin so und du stehst dahinter, dann passt das einfach für dich. Und es braucht für niemand anderen passen, außer du sagst, ich will auch das für andere passen. Und darum kannst du auch, das ist auch einer der größten Denkfehler, du kannst in Wirklichkeit keine falschen Entscheidungen treffen. Ja, der Körper reagiert immer, deine Emotionen und der Verstand, die zwei gemeinsam entscheiden immer, wie du reagierst und so machst du das halt. Und du hast als Mensch natürlich die Möglichkeit, dass du dich zu einem späteren Zeitpunkt dafür verurteilst, dass du das gemacht hast. Und das haben wir, horch das uns die erste Sequenz nochmal an. Es ist dieses Verurteilen von dem, was ist, ob es du bist, andere Menschen sind, Situationen sind ganz egal. Diese Energie ist, die das auslöst. Und wenn du wieder ins Vertrauen gehst, in den Mut gehst, in die Klarheit gehst, so, das mache ich jetzt so, egal was die anderen denken oder meinen oder was immer, aber so bin ich halt und das mache ich halt so, dann darfst du das tun und dann sollst du das auch tun. Danke für diesen Abschluss und für die Antwort auf die Frage. Und du hast es vielleicht gehört, es ist deine Wahl. Die offene Frage, ist Leiden unser Los, obliegt dir. Es ist deine Wahl. Manfred Rauchensteiner hat dir hier versucht, eine Vortragsreihe aufzuzeigen, dich zu erinnern an jenes mächtige Wesen, das du bist, mit vielen ausgestatteten Ressourcen. Es war eine Übung dabei, die dich zum Schluss jetzt daran erinnert hat, wie du dir zu Hilfe kommen kannst, wenn du bemerkst, wo du gerade wieder mal vielleicht drinnen steckst. Und es ist okay, du darfst es dir erlauben, aber du kannst dich dann auch erinnern, es gibt noch mehr an Möglichkeiten, wie du reagieren kannst, wenn diese konditionierten Zustände wieder zuschlagen. Und eine ist, auch mal gar nicht reagieren, anstatt mit den dir bekannten Tools. Danke, dass du dabei warst. Du findest unten weitere Kontaktmöglichkeiten, um mit Manfred Rauchensteiner in Kontakt zu treten. Ebenso der Hinweis auf das Live-Event, das Manfred Rauchensteiner dir schenkt, um deine Fragen, die jetzt vielleicht aufgetaucht sind, in dieser Vortragsreihe zu beantworten. Termin und Datum findest du hier jetzt im Anschluss. Wir freuen uns, dich dann dort anzutreffen und vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung zu sehen. Alles Liebe dir. Danke, Manfred. Danke.